Hallo Filmstarts-Fans, ich bin Sebastian und ihr habt es euch gewünscht, jetzt bekommt ihr es auch. Das hier ist mein Video zu all den Easter Eggs und Anspielungen, die sich im Doctor Strange 2 Poster verstecken. Und ja, das sind eine ganze Menge. Das Ganze ist hier natürlich nicht vollständig. Wahrscheinlich, wenn ihr eine noch hochauflösendere Variante von diesem Poster gefunden habt, habt ihr vielleicht auch noch Dinge entdeckt, die selbst ich nicht gefunden habe. Deswegen schreibt mir sowas bitte sofort und unbedingt in die Kommentare, dann wird das in einem Folgevideo zu Doctor Strange irgendwo natürlich noch mit angebracht. Und das Ganze geht natürlich nicht ohne Spoiler. Ihr kennt das Spiel, ihr seid hiermit gewarnt worden. I'm sorry, kid. Ja, fangen wir mal ganz oberflächlich betrachtet an. Das ist hier alles natürlich auch stark eine Anspielung auf die What-If-Serie. Dort im Intro hatten wir auch diese unterschiedlichen Glasscherben, in denen wir unterschiedlichste Varianten von unseren bekannten Figuren gesehen haben, und das kriegen wir jetzt hier auf dem Poster auch zu sehen. Offensichtlich hat Dr. Strange, der hier ja im Mittelpunkt steht, mit Hilfe seiner Magie irgendwie das Multiverse ins Chaos gebracht, was wir natürlich gut verstehen können, weil das ist schon in No Way Home angedeutet worden und das ist hier jetzt offensichtlich noch sehr viel stärker. Allerdings muss man sich natürlich auch so ein bisschen fragen, inwieweit die Ereignisse von Dr. Strange 2 wirklich auf dem allein basieren, was in No Way Home passiert ist, weil da hat Strange ja eigentlich gesagt, er konnte all diese Risse wieder schließen. Also gehe ich mal eher davon aus, dass er hier jetzt in Doctor Strange 2 noch viel Schlimmeres angerichtet hat. Oder vielleicht eine seiner Varianten. Dass Strange natürlich im Mittelpunkt seines Films steht und deswegen hier auch im Poster ganz, ganz groß zu sehen ist, dürfte niemanden verwundern. Interessant ist, dass das hier auch wieder eher aussieht, als würde er Chaosmagie betreiben. Diese Form der Magie hat ja eher diesen dunkelroten Schimmer, das sehen wir ja schon bei Wanda. Und das haben wir tatsächlich auch schon an Doctor Strange im Trailer gesehen. Dort experimentiert er offensichtlich ja auch schon an dem Darkhold und zieht ja daraus dann so eine Art Karte, was auch so ein bisschen so aussieht, als würde er unterschiedliche Planeten des Multiverse hier irgendwie öffnen und dann ganz, ganz schnell wieder schließen. Also es dürfte natürlich auch niemanden verwundern, dass die Chaosmagie ebenfalls ein wichtiger Bestandteil von diesem zweiten Teil sein wird. Aber gehen wir jetzt mal die ganzen 1000 Scherben durch. Also ich hatte danach wirklich sehr, sehr rote und brennende Augen, weil meine Güte, da sind so selbst so kleine Fitzelchen, da könnte irgendwas drin sein, aber ich hab's wie gesagt nicht erkennen können. Man braucht wahrscheinlich wirklich irgendwie ein großes ausgedrucktes Poster, am besten A1-Format oder so, um hier wirklich alles zu entdecken. Aber ich gehe mal so ein paar Sachen durch, die mir aufgefallen sind und was sie natürlich auch bedeuten könnten. Selbst in den ganzen Glassplittern sehen wir sehr viel von Dr. Strange. Ich habe mal nachgezählt und wenn ich mich nicht komplett verzählt habe, glaube ich, sieht man ihn an die 9 Mal. Dazu kommen dann natürlich noch ein paar Dr. Strange-Verweise an sich. Zum Beispiel hier oben sieht man ziemlich eindeutig diese kaputte Uhr, mit der ja mehr oder weniger auch der erste Trailer angefangen hat. Und auch hier ist natürlich klar, dass diese Uhr noch eine wichtige Bedeutung haben könnte. Vor allen Dingen, wenn wir davon ausgehen, dass es hier halt unterschiedliche Varianten von Dr. Strange sind, die wir hier treffen werden. Einer von denen könnte vielleicht gar keine kaputte Uhr haben, weil es nie zu diesem Unfall gekommen ist und so weiter und so fort. Das ist auf jeden Fall interessant. Gleichzeitig sehen wir hier etwas, was mich ein bisschen an diesen Treppenaufgang aus diesem Sanctum Sanctorum erinnert hat, dass wir in dieser anderen Dimension sehen. Also möglicherweise hier auch ein Hinweis darauf, dass wir es natürlich wieder mit unterschiedlichen Varianten von Strange zu tun bekommen werden, die dann eben auch in unterschiedlichen Universen aktiv sind. Gleichzeitig in Verbindung mit Dr. Strange sehen wir in diesen Scherben auch zweimal Christine Palmer. Einmal hier in dieser Variante, wo sie tatsächlich heiratet, das haben wir aus den Trailern schon gesehen, nur offensichtlich wird sie hier wahrscheinlich nicht Dr. Strange heiraten, sondern jemand anderen. Das könnte natürlich für diesen Dr. Strange in diesem Universum auch bedeuten, dass er mit seiner Magie irgendwie das Ganze umändern möchte, damit er derjenige ist, der Palmer heiraten wird.
Und gleichzeitig sehen wir Parma auch noch mal etwas weiter hier unten, aber in dieser Illuminati-Aufmachung. Es gibt ja diese eine kurze Szene im Super Bowl TV-Spot, wo wir Christine Palmer bei den Illuminati gesehen haben. Hier arbeitet sie offensichtlich nicht mehr in einem Krankenhaus, sondern tatsächlich in der Forschungsstation für die Illuminati, weil wir sehen auch im Hintergrund, dass sie dort ja America Chavez gefangen halten. Und ich hatte ja schon in meinem Illuminati-Video die Theorie aufgestellt, dass das hier möglicherweise eine weiterentwickelte Form der TVA ist, dass hier möglicherweise auch King the Conqueror irgendwie eine Rolle spielen könnte und dass man natürlich so jemanden wie America Chavez sicherstellen will, weil sie kann halt einfach durch jegliche Realität reisen, indem sie einfach die Wand der Dimensionen mit sternenförmigen Mustern durchboxt. Und das ist natürlich etwas, das kann die TVA oder King oder eben die Illuminati nicht dulden. Von daher auf jeden Fall spannend, dass wir von Dr. Stranges Love Interest auch schon zwei unterschiedliche Varianten bekommen. Ich gehe mal dann davon aus, dass wir auch noch die normale Christine Palmer irgendwo zu Gesicht bekommen werden. Aber das deutet hier halt auch wirklich nochmal mehr darauf hin, dass Doctor Strange 2 eine Live-Action-Version von What If ist. Und das spiegelt sich dann natürlich auch in den unterschiedlichen Strange-Varianten wieder, von denen wir tatsächlich auch welche hier auf dem Poster sehen. Da wäre hier unten zum Beispiel ein bisschen kleiner der Defender Doctor Strange und dann noch weiter unten so etwas, was ich jetzt mal als den Zombie Doctor Strange interpretieren würde. Und hier ist natürlich auch die spannende Frage, sind das ein und dieselben? Also könnte möglicherweise Defender Doctor Strange gestorben sein, vielleicht sogar hier, als er versucht, America Chavez zu retten, und das ruft dann irgendwo möglicherweise auch die Illuminati auf den Plan, weil wenn Defender Doctor Strange zu denen gehört, könnten die sich wundern, warum auf einmal eine neue Variante von ihrem einstigen Mitglied auftaucht. Gleichzeitig könnte man bei der Zombie-Variante vermuten, dass die von Wanda selbst wieder zum Leben erweckt wurde, um einfach die Macht eines Dr. Strange zusätzlich noch ausnutzen zu können. Also wie das hier alles zusammenhängt, gerade diese Defender Dr. Strange und der Zombie Dr. Strange, da bin ich schon wahnsinnig gespannt, was uns der Film da zeigen wird. Und wenn wir schon bei Wanda sind, dann bleiben wir auch gleich bei ihr und ihrer Chaosmagie, die sie ja dazu bringt, überhaupt erst in diesem ganzen Multiverse nach ihren Kindern zu suchen. Eine Sache, die uns die Post-Credit-Scene von WandaVision erzählt hat und die natürlich auch absolut Sinn macht. Und wir sehen auch von Wanda sehr, sehr viel in diesem Trailer. Wir sehen die blutige Wanda hier oben. Wir sehen eine weinende Wanda gleich zweimal relativ groß auf diesem Poster. Und wir sehen Wanda immer wieder im Wechsel tatsächlich einfach nur als Wanda Maximoff und eben auch als Scarlet Witch. Und schon der Trailer deutet ja darauf hin, dass wir hier auch wieder verschiedene Varianten von Wanda bekommen werden. Gleichzeitig müssen wir uns nach wie vor auch die Frage stellen, ist die Scarlet Witch wirklich etwas Losgelöstes von Wanda Maximoff? Weil das haben wir auch wieder in dieser Post-Credit-Scene vom Finale von WandaVision, dass die normale Wanda da einfach irgendwie vom Haus Tee trinkt, während die Scarlet Witch im Darkhold blättert und dann die Kinder von Wanda hört. Und dann erinnert euch nochmal an diese Szene im Trailer, wo wir wieder in diesem Westview-Szenario sind mit einer weinenden, am Boden zusammengekauerten Scarlet Witch sind und eine Wanda Maximoff auf sie zukommt. Und wenn man sich so den Hintergrund anguckt, da gab es einen ziemlich großen Kampf. Ist das hier möglicherweise eine Scarlet Witch aus irgendeiner anderen Dimension? Ist das unsere Wanda hier, die wir tatsächlich aus unserer Realität kennen? Allein das wird auch wieder sehr, sehr spannend werden, weil sie greift ja dann auch noch ganz offensichtlich die Illuminati an. Das sehen wir im Trailer, das haben wir hier auch mit der blutverschmierten Wanda auf dem Poster. Und Wanda taucht auch ähnlich häufig auf wie Doctor Strange in diesem Poster, auch so etwa 8-9 Mal, wenn ich mich nicht verzählt habe. Und das deutet mehr und mehr darauf hin, dass Wanda
der integrale Bestandteil dieses Films sein wird. Und zumindest eine Variante von ihr wird sich wahrscheinlich am Ende auch wirklich als die Hauptschurkin des Films herausstellen. Unser eigentlicher Sorcerer Supreme, zumindest im Augenblick, nämlich Wong, taucht nur zweimal auf dem Poster auf. Dann haben wir Mordo, der dreimal auftaucht, inklusive diesem schreienden Mordo. Und bei Mordo gehe ich nach wie vor auch stark davon aus, dass der zu den Illuminati selbst gehört, dass der möglicherweise in irgendeiner anderen Dimension der Sorcerer Supreme geworden ist und vielleicht auch als einer der ersten gemerkt hat, dass das Multiverse hier durch Magie ins Chaos gerät und deswegen auch die Illuminati aufgebaut hat. Und eine weitere Person, die natürlich die Realitäten in irgendeiner Art und Weise gefährdet, ist America Chavez, die wir auch recht häufig auf diesem Poster sehen. Interessant ist tatsächlich, dass man hier oben diesen Stern sieht, den man natürlich mit ihrem Kostüm verbinden könnte. Aber ich musste bei diesem einzelnen Stern irgendwie zuerst an Captain America denken. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber dieser Stern ist für mich so eingebrannt als das Symbol von Captain America. Wer weiß, könnte vielleicht auch noch auftauchen, weil wir uns ja durch verschiedene Universen begeben, in denen Captain America vielleicht tatsächlich auch noch am Leben ist. Falls wir davon ausgehen, dass unser Captain America wirklich tot ist, was ich wirklich nach wie vor glaube. Ja, das waren so die wichtigsten Story-Easter Eggs, die das Poster hier gibt, die natürlich auch sehr gut durch das unterstrichen werden, was wir aus den beiden bisherigen großen Trailern kennen. Aber gehen wir nochmal so ein paar kleinere Easter Eggs durch. Hier zum Beispiel sieht man zweimal so etwas, was mich ein bisschen an diese Ultron-Roboter erinnert hat, die hier ja auch eine wichtige Rolle spielen werden. Da ist ja natürlich auch immer noch die Frage offen, ist das was, was Superior Iron Man aufgebaut hat? Ist das vielleicht einfach Technologie, die Kang the Conqueror hier mit ins Spiel gebracht hat? Weil mittlerweile gibt es ja auch immer hochauflösendere Aufnahmen von dieser leuchtenden Figur und mittlerweile gehen viele, viele davon weg, dass das Superior Iron Man ist, sondern sagen sich vielleicht eher, okay, könnte das hier möglicherweise auch Kang sein? Ist das vielleicht eine Variante von Iron Lad, die ja tatsächlich auch mit Kang in Verbindung steht? Da bin ich echt wahnsinnig gespannt, wer das hier am Ende sein wird. Am Ende ist es Mephisto und wir werden alle wahnsinnig lachen. Dann passend zu der ganzen Thematik, dass die Illuminati hier in diesem Film auftauchen werden, gibt es auf dem Poster auch dieses allsehende Auge, natürlich in einer Glasscherbe, die recht dreieckig aussieht. Da kann man natürlich davon ausgehen, dass es hier eine Anspielung ist auf das Symbol der Illuminaten an sich, das wir ja auch in unseren Verschwörungstheorien gut kennen. Gleichzeitig sehen da einige wohl auch das Auge von Gargantos. Und jetzt haben wir tatsächlich die Bestätigung, ja, dieses Monster im Film wird wirklich Gargantos heißen, weil es nicht Shuma-Gorath heißen darf. Shuma-Gorath ist nämlich ein Name, den Conan-Schöpfer Robert E. Howard schon lange, lange vor den Marvel Comics geprägt hat. Und deswegen musste man jetzt hier einen anderen Namen wählen. Gleichzeitig passt Gargantos auch wirklich ziemlich gut, weil Gargantos ist in den Comics ein Meereswesen, das in enger Verbindung mit, ihr ahnt es schon, Namor steht. Und Namor wiederum ist ja auch eins der Mitglieder der Illuminati und damit schließt sich der Kreis und wahrscheinlich haben wir hier so ein bisschen die Bestätigung, ja, Namor wird auf jeden Fall auftauchen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, weil das wäre echt cool. Direkt neben dem Gargantos-Auge oder dem Illuminaten-Auge, je nachdem, was ihr da lieber sehen wollt, sehen wir auch noch einen Stierkopf und das erinnert uns natürlich an diesen Minotaurus, den man im Trailer sieht. Das ist der Magier Rintra, der aus einer anderen Dimension stammt, der in den Comics schon mal ein bisschen was mit Doctor Strange zu tun hatte. Und die Tatsache, dass interdimensionale Zauberer in Kamatage gegen diese dunkle Rauchwolke antreten, von der einige von euch tatsächlich auch glauben, dass das dieser Alioth sein könnte aus Loki, spricht schon sehr dafür, dass diese große, große Bedrohung, die wahrscheinlich wirklich eher von Wanda ausgeht, dazu führt, dass unterschiedlichste Magier und Zauberwesen sich versammeln müssen, um gegen sie anzutreten. Dann kommen wir noch zu dem Easter Egg, was wirklich jedem sofort aufgefallen ist, nämlich das Schild von Captain Carter, was man hier unten sieht. Und das spielt natürlich auch wieder sehr stark darauf an, dass Captain Carter und Dr. Strange
Strange schon in der What-If-Serie aneinander geraten sind und man uns hier einfach nochmal zeigt, ja, es wird auch diese Variante nochmal geben. Und ich erinnere euch nochmal an diesen Stern oben im Poster, der mich an Captain America erinnert hat. Captain Carter ist ja auch nur eine Variante von ihm. Von daher bin ich gespannt, inwieweit sie tatsächlich hier auftauchen wird. Tja, und dann kommen wir zu dem letzten großen Easter Egg, bei dem ich mir immer noch nicht so sicher bin, ob es das wirklich sein soll. Nämlich hier, seht ihr das? Das soll angeblich Deadpool sein. Also mit ganz, ganz viel Fantasie und beiden Augen zudrücken kann ich das irgendwo auch sehen. Die Möglichkeit, dass Deadpool in Doctor Strange 2 auftaucht, ist für mich persönlich ehrlich gesagt ziemlich groß. Ich meine, Ryan Reynolds hat schon gesagt, er ist definitiv nicht in dem Film und das hat schon Andrew Garfield zu Spider-Man No Way Home gesagt. Von daher würde ich da mal sagen, das ist gut möglich, weil Deadpool könnte hier auch ziemlich gut reinpassen. Man könnte mit ihm einen kleinen Gag machen über die unterschiedlichen Dimensionen. Man könnte ihn in irgendeine Post-Credit-Scene packen, so nach dem Motto, okay, ihr dachtet schon, die McAvoy-Stewart-Variante ist kompliziert. This timeline is so confusing. Das hier wird alles noch komplizierter und ich bin auch mit dabei. Von daher, auf Deadpool würde ich mich tatsächlich freuen. Allerdings gehe ich mal davon aus, wenn er auftaucht, dann wird es wirklich nur so ein kleiner Gag werden. Tja, und das war erstmal alles, was ich auf dem Poster entdeckt habe. Und jetzt frage ich natürlich wie immer euch, wie findet ihr das Poster? Und vor allen Dingen, was habt ihr darin noch entdeckt? Habt ihr noch was gesehen? Irgendwer meinte zu mir auch, man sieht da irgendwo hier auch Umrisse des Watchers. Aber dafür fehlt mir vielleicht auch die Fantasie, ich weiß es nicht. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, was ihr noch entdeckt habt. Und für mehr zu Doctor Strange und diesem Trailer, guckt einfach mal dieses Video.